Der FC Schalke verliert mit Thilo Kehrer und Donis Afdijai an einem Tag gleich zwei Spieler. Dafür kündigt Christian Heidel mindestens einen Neuzugang an. Im Pokal fehlen den Königsblauen fünf Spieler. Alle News und Gerüchte des Tages zum FC Schalke 04 auf einen Blick. Thilo Kehrer Abschied beschlossen. Emotionaler Abschiedsposterwechsel von Thilo Kehrer von Schalke 04 zu Paris Saint-Germain ist beschlossene Sache. Wie die Knappen und der französische Rekordmeister am Donnerstag verkündeten, wechselt der 21-Jährige zu PSG, wo er in Zukunft mit der Rückennummer 4 auflaufen wird. Die wirtschaftliche Dimension dieses Transfers und der Wunsch von Thilo, das Angebot von Paris Saint-Germain annehmen zu wollen, haben uns dazu bewegt, diesen Wechsel zu befürworten, erklärte Sportvorstand Christian Heidel im Zuge des Transfers. Kehrer selbst verabschiedete sich in den sozialen Medien mit emotionalen Worten. Ich werde Schalke als meine Heimat immer im Herzen behalten und weiterverfolgen, egal wo ich bin, schrieb der Abwehrspieler. Schalke, Donis Afdijai verlässt S04 Richtung Niederlande. Auch Schalkes Eigengewächs Donis Afdijai wird die Knappen verlassen und beim niederländischen Club Willem II anheuern. Der 21-Jährige absolvierte am Donnerstagmorgen den Medizincheck. Laut Kicker handelt es sich um einen Vertrag über ein Jahr mit Option auf ein weiteres Engagement. Während seiner Leihe zu Sturm Graz kam Afdijai auf 12 Tore in 44 Pflichtspielen. In der vergangenen Halbserie war der gebürtige Osnabrücker bereits in der Eredivisie für Roda Kerkrade aktiv. Schalke, Heidel kündigt Transfer für linke Seite an. Der Transfer von Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain wird den Königsblauen wohl 37 Millionen Euro in die Kassen spülen. Sportvorstand Christian Heidel sieht darin wohl die Chance, noch einmal auf dem Transfermarkt nachzulegen. Schalke werde noch ganz sicher einen Spieler für die linke Seite verpflichten, wie der Sportvorstand im Kicker ankündigte. Auch Sebastian Rudi vom FC Bayern ist nach einem Treffen mit Schalke-Coach Domenico Tedesco weiterhin ein heißer Kandidat in Gelsenkirchen. Schalkes Neuzugänge im Sommer 2018 Spieler abgebender Club ablöse Suat Serdar Mainz 0,511 Millionen. Euro Omar Mascarell Real Madrid 10 Millionen. Euro Salif Sene Hannover 967 Millionen. Euro Steven Skripski Union Berlin 3,5 Millionen. Euro Marco TSG Hoffenheim ablösefrei Benjamin Goller Schalke 04 U19 ablösefrei Johannes Geis FC Sevilla Ende Schalke im DFB-Pokal gegen Schweinfurt. 5 Fallen aus 5 Akteure werden bei Schalkes Saisonauftakt im Pokal gegen Schweinfurt 05 Frau 20.45 Uhr im Live-Ticker nicht mitwirken können. Wegen einer Sehnenreizung im Knie ist Sascha Rita nicht einsatzfähig. Auch Jeffin Konopljanka und Omar Mascarell fallen aus. Kono und Omar werden nach ihren Muskelfaserrissen erst nächste Woche wieder vollumfänglich ins Training einsteigen können, verkündete Sportdirektor Axel Schuster. Neben Langzeitpatient Bastian Otschipka, Leistenoperation, wird zudem Johannes Geis die Reise aufgrund eines Magen-Darm-Infekts nicht antreten können.